auch schön sein kann, in dem Warteraum dich vorzubereiten auf das Ganze. Und deshalb, wenn du dich jetzt schon einloggst, sozusagen, bist du ab jetzt im Warteraum. Das ist schöner als beim Zahnarzt. Ja. Hey, ihr Wunderbaren. Wir grüßen dich ganz herzlich. Wie geht's dir in dieser ganz besonderen Zeit, die immer stiller wird und gleichzeitig immer lauter? Ja. Wie geht's dir in dieser heiligen Zeit? Und in dieser wirklich heiligen Zeit? Viele reden nur davon. Viele reden sogar nur mit leeren Worten davon. Und wenn du reinspürst, spürst du, wie heilig die Zeit wirklich ist. Es ist eine ganz besondere Zeit und deshalb jetzt gleich schon am Anfang für Wochenabschluss und Wochenbeginn unser Filter für dich. Du kannst die vergangene Woche und die neue Woche jeweils unter zwei Filter setzen. Einmal schau sie dir an, die verschiedenen Situationen, vielleicht die, die dich gestresst haben oder die, die dich stressen im Vorhinein, unter dem Filter negativ. Was ist da alles Scheiße dran? Und unter dem Filter positiv. Was kann da für dich sein? Was ist da wunderbar dran? Genau. Du kannst so ein bisschen alles einmal neutralisieren, sozusagen, indem du dir das Negative und das Positive anschaust. Und wie mit einem Reset-Knopf dann das Neue erleben und erfahren kannst. Genau, weil wenn du jetzt reinspürst, denkst an irgendeine Situation, die dich vielleicht aufgeregt hast und schaust sie dir von der anderen Seite an, was hat sie dir gebracht, dann spürst du, dass du in dir in die Ruhe kommst und aus dieser Ruhe sinkst du sozusagen tief in deine Wurzeln und aus diesen Wurzeln kommt dein Urvertrauen und das Gefühl, es ist gleichgültig, weil du da bist, weil nichts passiert ist, weil alles gut ist und du gut bist, du richtig bist. Und ich mag es immer nicht so sehr, jetzt kommen bald die Rauhnächte, da spricht jeder davon, geh mal in den Frieden, mach mal Frieden. Und ich weiß auch und ich kenne die vielen Ho'oponopono Möglichkeiten und unsere Erfahrung ist, dass immer hinter allem etwas steckt. Es gibt einfach keine Dinge, keine Gedanken, keine Schwingungen in dir, die nicht irgendeine Wurzel haben. Ja, und deshalb... Es ist ein bisschen so wie bei einem Haus. Und zwar, es gibt die Leute, die tun den Dreck immer nur in die Ecke kehren, unter das Sofa. Oder streichen einfach einmal drüber, anstatt die Schicht darunter abzuschmögeln, sodass das Neue gut getragen sein kann. Und dann vielleicht in der heutigen Zeit sind es wahrscheinlich nur Tage, Stunden, Wochen, wann es sich bemerkbar macht. Bei der Farbe merkst du es wahrscheinlich nach ein paar Jahren, wenn dann alles abblättert und alles kaputt ist. Und so ist es eben auch mit den Sachen, wo die Wurzel nicht gelöst ist. Genau. Und deshalb laden wir dich immer wieder ein, gönn dir doch zu den Wurzeln zu gehen. Dann ist es einmal weg und weg ist weg. Komm doch niemals wieder. Genau. Und es ist wirklich so, es ist die pure Zerstörung, die wir ganz meisterlich erschaffen haben, dass wir in dieser heiligen Zeit vollkommen ins Negative abrutschen, vollkommen in die Zerstörung abrutschen, weil wir dann in keiner Phase genießen können, wie schön sich das anfühlt, weil wenn man gestresst ist vom Geschenke kaufen, Familie sehen, Essen vorbereiten für Weihnachten, den ganzen, keine Ahnung, Arbeiten, die in der Schule geschrieben werden oder schnell noch in der Arbeit alles abzuschließen.
und immer nur weiter tiefer in das Loch reinrutscht, dann hat man es sozusagen geschafft, weil dann ist es die meisterliche Form der Zerstörung. Und du kannst ja die heilige Zeit jetzt schon nutzen, weil du nicht erst am 24. Ja. und 25. und 26. und darüber hinaus. Wir laden dich auch immer wieder ein, geh aus deiner Wartehaltung. Es ist ja jetzt schon Weihnachten für dich, wenn du das möchtest. Und ich weiß, dass es mittlerweile auch ganz, ich sag mal, ganz in ist, so wie Spiritualität ja in ist, ist es auch in, nach den Sternen zu schauen. Und auch da gönne dir den Blick aus beiden Filtern. Denn die Sterne, die Planeten, die Energien, die Bäume, die Natur, alles was ist, alle Elemente der Erde, du selbst mit jeder deiner Zellen sind für uns. Und wir haben all dieses genauso erschaffen. Das bedeutet, du kannst es immer und immer wieder als für dich wahrnehmen. Es gibt nichts, was gegen dich wirkt, außer dir selber. Und du bist super stark und deshalb geht es immer wieder um dich. Du kommst immer wieder, egal welche Schleifen du drehst, zu dir selbst zurück. Es ist wirklich ein ganz mächtiges Tool, erst recht für die Zeit. Und darum nutze es. Es ist eine Zeit, die kann so wundervoll tief und erweiternd und entfaltend sein. Darum nutzt das Tool. Und wenn du wirklich die Zeit spüren willst, auch die Energien und Frequenzen und die Rauhnachtszeit, dann laden wir dich ein. Schau bei uns auf der Seite, unten ist der Link wie immer. Das Rauhnachtsprogramm für dieses Jahr ist unglaublich. Es ist wirklich ein Riesenfest. Ja, finde ich auch. Das ist einfach wundervoll. Und natürlich gibt es immer mal wieder auch was Neues. Es gibt dieses Mal ganz arg viel Neues. Es gibt den Frequenzboost für die Rauhnächte für dich, individuell für dich. Es gibt Channelings, es gibt den Crystal Flow. Und ich glaube, was am neuesten ist, ist der Warteraum. Wir haben verstanden, dass es für viele von euch auch schön sein kann, in dem Warteraum dich vorzubereiten auf das Ganze. Und deshalb, wenn du dich jetzt schon einloggst, sozusagen, bist du ab jetzt im Warteraum. Das ist schöner als beim Zahnarzt. Wir haben schönere Zeitschriften. Wir öffnen nämlich für dich den Warteraum mit viel Licht, mit viel Erde auch und viel Freude. Also sei gespannt, was es für dich sein kann. Ja, ja, es ist wirklich einfach eine mega geile Zeit. Und heute beim Frühstück dachte ich es mir auch, man spürt es jetzt schon, wie es einspült und wie kräftig die Rauhnächte sind und die Zeit um den Jahreswechsel. Mhm. Und es hat natürlich einen Grund und das hat 1.500.000 Gründe und ein Grund ist auch, dass immer mehr Menschen sich in eine ähnliche Richtung ausrichten, dass sie sagen, oh, das ist eine stille Zeit, das ist eine Zeit, da will ich mal nach innen schauen, da möchte ich mal aufräumen. Und das macht was mit uns, weil wir immer im Kollektiv sind oder je nachdem, welche Betrachtungsweise du hast, weil immer du deine Welt machst und weil einfach die Frequenzen umso schneller schwingen, umso höher schwingen, umso wirksamer sind, umso mehr Menschen wahrlich darin schwingen. Und in dem wahrlich Schwingen liegt, ich sag mal, die Echtheit des Ganzen. Und dann noch zum Ende für nächste Woche ist Monatsende. Das heißt, es ist wieder Channeling und Mediklang. Und der Dezember ist ganz wundervoll und geht auch in beide Richtungen. Erst recht auch für die, die schon einen weiten Weg gegangen sind. Es ist ein ganz belebender Monat, ja. Ein ganz entfaltender Monat. Darum, ich
glaube, das Channeling wird ganz magisch. Ja, ich freue mich riesig drauf. So, die Dezember-, Januar-Channelings sind einfach immer so die wirklichen Highlights, weil alles so offen ist. Ja. Und ich freue mich drauf, wir freuen uns drauf. Und wenn du natürlich für den Dezember noch ein bisschen Action brauchst, am 16., 17., 18. gibt es den Online-Kongress, unser erster Online-Kongress mit 13 wundervollen Meistern. Ja. Wir alle dienen dir für 3 Tage. Der Lichtraum öffnet sich, der Frequenzboost spült ein und du kannst mit uns eintauchen ins Spiel des Lebens. Und das ist auch es ist eine super, super schöne Vorbereitung natürlich auch nochmal für die Rauhnächte. Und es ist wirklich viel mehr, als du dir heute noch vorstellen kannst, weil wir uns vollständig öffnen für dich. Und vielleicht sagst du, ja, das kenne ich, das kennst du nicht. Du kennst es nicht. Also fühl dich mal da rein, wie das sein kann, sich vollständig zu öffnen, ohne Hintergrund, ohne irgendeine Idee, was dann passieren könnte. Das ist magisch und das ist ein guter Vorgeschmack aufs Spiel des Lebens, auf dich im Spiel des Lebens. Ja. Ja. Wir freuen uns riesig auf dich, ja, und feiern diese heilige Zeit und mit dir, würde ich sagen. Mhm. Darum sag ja auf deine Art und Weise. Ja, nicht zu uns übrigens, ne? Ja. Wir haben schon zu uns ja gesagt. Wir erleben schon unser Ja. Sag's zu dir. Ja, sag's dann. Es gibt nur dich. Ja. Danke. Danke, danke, danke. Ich liebe dich. Schöne Woche.